Isotope, Native Instruments, die Plug-in Alliance mit ihrem deutschen Ableger Brainworks arbeiten ab sofort zusammen und nennen diese sogenannte Audio-Supergroup Soundwide. Wenn ich das letzten Herbst gewusst hätte, dann hätte ich viel Geld beim Plug-in-Kauf sparen können. Denn als Begrüßungs-, wir feiern uns selber und laden dich gleich mit ein Angebot, hauen die glorreichen 4x Eben-Plugins im Wert von über 1000 Euro kostenlos und als Geschenk an dich raus. Plugins, von denen ich einige sogar in jedem Mix benutze. Wie du an diese Plugins rankommst, welche Plugins dabei sind und dass es sich dabei mitnichten um unwichtige Ladenhüter handelt, das erfährst du in diesem Video. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier wie immer goldrichtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und als ich heute Morgen die Nachricht gelesen habe, dass sich Isotope, Native Instruments, die Plug-in Alliance und ihre deutsche Tochter, muss man fast schon sagen, ihr deutscher Ableger Brainworks zusammentun in einer Supergroup und gemeinsam eine Unternehmung bilden unter dem Namen Soundwide, da habe ich schon gedacht, was da wohl dahinter steckt. Also letztendlich steckt man ja nicht so richtig drin, aber klar, man sollte natürlich Ressourcen bündeln. Aber wenn man was davon hat, ist es ja auf jeden Fall gut. Dass wir auf jeden Fall was davon haben, das siehst du an dem Begrüßungsangebot, was die vier raushauen, denn sie hauen Plugins raus im Wert von über 1500 Euro. Das ist aber wirklich schon, oder 1500 Euro, 1000 Euro, auf jeden Fall eine Riesenmenge Geld, zumindest wenn man die unverbindlichen Preisempfehlungen mal dran schreibt. Denn seien wir mal ehrlich, normalerweise gibt es immer irgendwo einen Sale, wo du die Plugins auch ein bisschen günstiger kriegst, aber kostenlos ist wirklich sehr günstig. Deswegen lass mal schnell gucken, welche Plugins dabei sind. Wir gehen mal rüber und sehen hier die Seite von Native Instruments, die ich hier aufgemacht habe. Das heißt, auf dieser Seite findest du einen Link und da siehst du dann, dass hier Soundwide gefeiert wird, und zwar mit verschiedensten Plugins von den einzelnen Herstellern. Isotope bringt zum Beispiel Neutron Elements mit. Ein Kanalzug, mit dem du eine ganze Menge anstellen kannst. Ich persönlich habe ihn noch nicht verwendet. Aber wenn ich hier allein das Bild schon sehe, dass hier unter anderem an Equalizern, Transient Shapern, Exciter und Kompressor dabei sind, dann ist das auf jeden Fall okay. Das ganze Ding gibt es wahrscheinlich auch zwischendurch immer mal wieder im Sale günstig. Aber wie gesagt, geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. So sieht's aus, ne? Wir gehen mal ganz nach unten. Da gibt's nämlich das Angebot hier von Native Instruments. Ich mache das mal ganz bewusst. Native Instrument haut den Ethereal Earth raus. Schwieriges Wort, aber soll eigentlich nur beschreiben einen Synthesizer für die Contact Library, mit dem du dann quasi Soundscapes machen kannst, also Klanglandschaften hinter deine Songs legen kannst oder auch einfach mal irgendwie einen Podcast locker vertonen kannst mit einem schönen Soundscape. Soundscape ist ja so eine Klanglandschaft, die du dahinter legen kannst. Wunderbares Teil, bestimmt. Bestimmt, weil ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe einige Klanglandschafts-Plugins für den Kontakt, den ich von Native Instruments benutze. Also auch hier bestimmt ein Goodie, was du in der Hinterhand halten kannst, eine kleine Ergänzung für deinen Werkzeugkoffer. Aber jetzt kommen wir zu dem großen Plugin-Paket von Plugin Alliance und von Brainworks, denn die haben es wirklich komplett zusammengepackt und da kommt eigentlich auch dieser eigentliche, vermeintliche Wert von über 1000 Euro raus. Denn schauen wir mal auf das Paket drauf. Wir sehen hier in dem Paket tatsächlich Plugins, die ich in jedem Mix benutze. Und da muss ich wirklich sagen, da ärgere ich mich wirklich, dass ich da teilweise Geld für ausgegeben habe, wenn ich so umsonst bekommen hätte. Ja, klar. Aber sagen wir mal so, das Geld, was ich da reingesteckt habe, das war dann bestimmt für die Entwicklung der Plugins wichtig, sodass du jetzt davon profitieren kannst und dir die Plugins kostenlos in deinen Werkzeugkoffer legen kannst. Und wir schauen mal kurz, was dabei ist. Also wir haben hier den Oberheim, einen Synthesizer, ein Oberheim Nachmach Synthesizer, er heißt eigentlich Oberhausen, aber soll natürlich einen Oberheim nachbilden. Wir haben hier einen Ampeg Bassverstärker. Ich benutze immer Bassverstärker auf meinen Bassgitarren, egal ob ich eine DI aufgenommen habe oder ob ich einen Bassverstärker-Sound per Mikrofon bekommen habe. Man kann immer mit einem Bassverstärker-Plugin immer nochmal dafür sorgen, dass der Sound ein kleines bisschen cooler klingt und ein bisschen echter klingt. Wir haben hier von Focusrite einen kompletten Kanalzug dabei bekommen, aber die zwei wichtigsten, die ich jetzt hier, oder die drei wichtigsten, die ich jetzt hier tatsächlich in diesem Plugin-Paket sehe, das sind die großen hier. Das ist der Shadow Hills Mastering Kompressor. Das ist hier hinten der Brainworks, das Master Deck, mit dem du quasi deinen Limiter demnächst rausschmeißen kannst, weil das Master Deck eine ganze Menge mehr Funktion mitbringt als ein simpler Limiter. Und das HG2 Blackbox Design, ein Saturation Tool, mit dem du wirklich deinen Mix veredeln kannst. Und dass das tatsächlich geht, wir schauen mal kurz auf meinen Mix der aktuellen Spuren des Monats, die ich hier vorbereitet habe. Da siehst du, dass ich unter anderem diese zwei Plugins benutzt habe, nämlich einmal den Blackbox HG2 für Saturation
Saturation und einmal das Master Deck, um meinen Mix nochmal ein bisschen lauter zu machen, final, um ihn auf finale Lautheit zu bringen, um die Stereobreite ein bisschen zu verändern, um vielleicht einen Monomaker einzusetzen. Hier unten siehst du das, hier unten gibt es so eine kleine Funktion, die alleine schon deswegen das wert ist, sich das runterzuladen, weil du eben einen Stereo-Verbreiterer hier bekommst, mit dem du deine Stereobreite vom Mix verändern kannst und den Monomaker. Wir hören mal kurz rein, wie die beiden klingen hier zusammen. Ne? Also ich lasse sie mal beide aus. Ich stelle mal beide auf Bypass hier und dann ergänze ich die mal. Wir hören mal kurz in meinen Mix der aktuellen Spuren des Monats im Recording Block Premium Bereich rein und dann schalte ich die mal beide dazu und blende dir ein, welchen ich dazu geschaltet habe. Also los geht's. Ja, dann, ja, dann. Ob du Angst noch lebst, doch dir sicher sein kannst, dass die Erde gleich bebt, ja dann. Der Song Ja Dann von Björn Diefenbach, die aktuellen Spuren des Monats im Premium-Bereich. Falls du dich dafür interessierst, kann ich dir hier mal ein paar Informationen dazu einblenden. Wenn du aber noch mehr darüber wissen willst und ausführlich wissen willst, wie diese Plugins, welche Plugins dabei sind und vor allem, was sie alles bewirken, dann kann ich dir auf jeden Fall dieses Video hier oben empfehlen von Tim Heinrich. Der hat das ausführlich in einem sehr langen Video erklärt, was alles hintersteckt, hinter dem Soundwide-Paket. Und damit du nicht lange suchen musst, wo du diese Plugins runterladen kannst, findest du einen Link unten in der Videobeschreibung, wo du dann zur Soundwide-Seite kommst, wo du dich dann auf die verschiedenen Seiten leiten lassen kannst und dir die Plugins runterladen kannst. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Schreib mal, wie es dir gefällt, ob du die Plugins überhaupt benutzt oder ob du sie nur haben möchtest, ob die vielleicht deinen Werkzeugkasten ergänzen oder ob du dich vielleicht sogar ärgerst, weil du die Plugins eigentlich schon gekauft hast. Alles unten in die Kommentare und jetzt schöne Ostern, denn dieses Video erscheint am grünen Donnerstag und ich wünsche dir eine gute Zeit. Lass es dir gut gehen. Bis die Tage und Yassou. We'll be right back.